One, acknowledge. Echo One, confirm shell download. Copy that. Ready when you are. Hallo, hier spricht Echo Einer Jack. Sternzeit. Mist, meine Uhr ist weg. Ich muss sie hier irgendwo verloren haben. Ja, die wird wohl weg sein. Beim letzten Mal habe ich die Abbaustätte wieder ans Laufen gebracht. Wie ihr seht, die Verarbeitungsstätte läuft auch wieder einwandfrei. Als nächstes werden wir uns das Containerfeld vornehmen müssen. Was mir aber sehr große Sorge bereitet, ist die Anomalie. Sie weitet sich immer mehr aus und wir wissen nicht warum. Dieses Problem müssen wir weiter ergründen. Aber als erstes werde ich mich dem Containerfeld widmen. Also los. Hi Leute und willkommen zurück. Ja, danke Jack. Jack hat uns hier aufgeklärt, was hier los war. Wie ihr seht, Verarbeitungsstation ist wieder komplett in Ordnung. Wir werden uns jetzt hier um das Containerfeld kümmern. Mal schauen, was da im Argen ist. Ja, die Anomalie weitet sich immer mehr aus, wie ihr seht. Die Schlingen gehen fast zum Containerfeld schon, also da fehlt nicht mehr viel. Aber gehen wir jetzt erstmal hier gucken, was hier los ist. Da sehe ich irgendwas blinken. Schauen. Nähere mich dem Containerfeld. Ich messe latente radiologische Aktivität in diesem Gebiet. Etwas muss die Fracht kontaminiert haben. Bei den ganzen Störungen bekommen wir nie eine klare Messung der Anomalie hin. Du musst erst die Strahlungsquelle finden und sie beseitigen. Mit meinem Scanner sollte ich den Schuldigen finden. Ich schätze mal, du suchst nach Werten zwischen 80 und 90 Dezigray. Denk bei Problemen daran, dass du deine Schilde über das Induktionspanel des Fury-Transporters aufladen kannst. Okay, wir haben aber noch volle Energie, oder? Nee. Okay, das müssen wir als erstes machen. Fury-Transporter suchen. Der ist ja hier über uns. Und uns mal aufladen als erstes, bevor wir hier hops gehen. Ja, so ist bald auch mit den E-Fahrzeugen. Da werden wir einfach nur an den Hebel ziehen und voll ist es. Schön wär's. Fury-Haken. Kann man darüber sprechen? Nein. Okay. Ja, dann werden wir uns mal die Werte hier mal checken von diesen Containern. 0. 0. Okay. Aber da war irgendwo, war doch was am Blinken eben. Da gehen wir jetzt mal kurz hin. Das war hier irgendwo, oder? Ah, guck da, das ist doch. Ach, das ist ein CubeSat, oder? Ja gut, den können wir jetzt sowieso direkt mitnehmen. Wenn wir einmal hier sind. Flieg, kleiner Freund. Okay. Wir müssen die Quelle der Strahlung finden, Jack. Ja, danke, Olivia. Danke. Wenn ich mal wüsste, wo die Strahlung denn ist. Welcher Container macht denn hier Probleme? Okay. Wir haben ja nur dieses Messgerät hier, mehr können wir ja gar nicht machen. Was, ein Panel? Können wir da was machen? Und da ist auch wieder ein CubeSat. Den werden wir auch direkt mal mitnehmen. So, zurück zum Panel. Vielleicht können wir hier irgendwas aktivieren. Überwachungsfehler, Module. Können wir hier irgendwas machen? Port scannen. Okay.
fliegen mal dahin. Hier fängt es doch schon an. 1, 8 hatte der. Okay, wir kommen dem ein wenig näher, glaube ich. 17. Ha. Also ich glaube, dass der das Problem ist hier. Strahlungsabsorption bei 30 Dezigray und steigend. Du wirst wärmer. Pass auf dich auf. Ja. Schilde bei 95%. Oh je. Wir haben 1000 Messpunkte. Da waren wir noch nicht, da oben. Erregte Deuterium-Ionen entdeckt. Deuterium? Das ist ein Wasserstoffisotop. Wie ist das in einen unserer Helium-3-Container gelangt? Unklar. Die Verarbeitungsstation sollte allen überschüssigen Wasserstoff entfernen. Ach, scheiße. Kümmern wir uns erstmal um die Kontaminierung. Ich schicke einen Fury zum Abtransport des verstrahlten Containers. Warte mal, da stimmt was nicht. Was ist los? Ich muss mich aufladen. Ich krieg den Fury-Transporter nicht vom Container im oberen Regal los. Aktiviere die manuelle Überbrückung für den Haken des Fury. Warte, ich gehe jetzt dort hoch. So, wir haben jetzt ein paar Sachen gefunden. Nochmal aufladen, dann müssen wir die Dinger abbrennen. So, erstmal das Ding wieder weg. Aufladen, bevor wir hops gehen. Man sieht, so ganz frisch sieht er nicht mehr aus, ne? Da sieht man an den Leitungen und so weiter. So, nochmal. Ja, die Strahlung, wie ihr seht, steigt. Okay. Ich bin gerade ein bisschen zu weit an der Wand. So. Ich versuch mal. Der Fury steckt im oberen Rahmen fest. Mit der manuellen Überbrückung müsste ich ihn bewegen können. Ist das da oben gemeint? Dann fliegen wir da mal hin. Hundertprozentig ist das gemeint. Nähere mich dem Fury. Na toll. Vorsicht! Da waren wir da eben Wenn schon. Du den Transporterhaken gelöst hast, springt wahrscheinlich der Autopilot an. Dann musst du schnell weg oder dich an irgendetwas festhalten. Der Fury wird durch Entsperren dieses Hakens freigegeben. Okay, dann müssen wir uns schnell... Fury-Haken gelöst. Der Autopilot übernimmt. Okay, so weit, dran. So gut. Jetzt fahren wir zum Containerfeld. Ich dachte, da wäre noch ein Container, der auch noch irgendwie verseucht wäre, aber war wohl nicht so. Wow. Schilde bei 95%. Ah! Oh, Jack! Alles in Ordnung? Bestätigt, bei mir schon. Der Container wurde beschädigt. Die Kontaminierung breitet sich aus. Das ging nicht ganz nach Plan. Okay, ich habe eine Idee. Wenn ich die Magnetschlösser des Containers öffne, müsste der Fury ihn einfach mitnehmen. Würde er zumindest, wenn die Steuerung reagieren würde. Oh, vergiss es. Stell einfach den Strom ab. Vielleicht hilft das. Hältst du es für klug angesichts des Schadens? Klug? Sicher nicht. Aber ob das funktioniert? Gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Okay. Jetzt können wir Schilde bei 95%. Trennen. Da auch? Muss ich erwähnen, dass das ein grober Verstoß gegen das Protokoll ist? Entweder das oder wir riskieren, dass die gesamte Ladung kontaminiert wird. Manchmal muss man improvisieren. Ach, verdammte... Und tschüss. Was ist da gerade passiert? Explosive Dekompression. Das entweichende Gas lässt den Container Fury. Sich selbst entsorgen. Okay, das war ja eigentlich nicht unser Ziel. Aber, nun, ich schätze, damit sind wir unser Strahlungsproblem los. Wo will der hin? Gute Arbeit.
Der Sensor müsste die Anomalie jetzt störungsfrei scannen können. Jack, es scheint alles wieder zu funktionieren. Bestätigt. Nimm dir einen Fury und flieg zur erschöpften Abbaustätte. Anweisungen erfolgen unterwegs. Okay, dann werden wir erstmal den... Warte mal, da stimmt was nicht mit dem Fury-Transporter. Der mit dem Container kollidiert ist? Was ist damit? Ich weiß es nicht genau. Er fliegt ziellos umher. Weit abseits seiner Flugbahn. Vielleicht ein Problem mit der Flugmechanik des Fury. Wahrscheinlich muss nur der Navcom zurückgesetzt werden. Könntest du dir das mal anschauen, wenn du Zeit findest? Ja, verstanden. Komm. Und ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wir müssen das Inventarkontrollsystem des Containerfelds neu synchronisieren. Sind das dringende Probleme? Eigentlich nicht. Keins davon hält uns davon ab, die Anomalie zu scannen. Die haben beide nachrangige Priorität. Wäre cool, wenn er jetzt mal da bleibt. Der Kollege. Och, Junge! Ich brauche einen besseren Antrieb hier. Wir müssen uns ranschleichen, ganz leise. Das ist ja meine Aufgabe, du. Hab ich dich. Festhalten und wir laden uns erstmal auf. Und nicht loslassen, sonst fliegen wir gleich hier weg. Schön. Gute Arbeit, Jack. Was ist los? Nichts. Tut mir leid, das war nur, als hätte ich mir so ein verrücktes Roboter-Rodeo angeschaut. Cowboy Jack fängt sich einen Fury. Die Olivia, immer zu Späßen aufgelegt. Kriege ich einen Hut? Einen Hut, schicke Stiefel, glänzende Sporen, wir statten dich komplett aus. Perfekt. Bis dahin kann der Fury an Ort und Stelle bleiben. Ich muss Hera ein paar Diagnosen durchführen lassen, bevor ich die Fernverbindung wiederherstellen kann. Guck mal, Leute, wie wir aussehen. Ich mache weiter. Eine sichere Reise, Partner. So, was haben wir denn noch? Inventarsystem. Synchronisiere das Inventarsystem. Gucken wir uns das mal an. Ist zwar optional, aber... muss ja auch gemacht werden. Ah, das sind die Konsolen, wo wir eben schon dran waren, wo wir gar nichts machen konnten. Aber jetzt werden wir wahrscheinlich drankommen. So, komm, komm, komm. Och, so. Okay, das müssen wir über Dialog machen wahrscheinlich. Liv, du hattest recht. Das Inventarkontrollsystem läuft asynchron. Es wurde wahrscheinlich von einem Impuls aus dem Tritt gebracht. Um das Inventarsystem neu zu synchronisieren, musst du schnell jeden der drei EA-Ports im Containerfeld scannen. Hera, markiere die Positionen aller EA-Ports auf meinem HUD. Sobald du den ersten EA-Port gescannt hast, bleiben dir ungefähr 70 Sekunden für die anderen beiden. Wenn du es nicht schaffst, wird das System zurückgesetzt und du musst wieder von vorn anfangen. Boah, okay. Das wäre einer. Die Uhr läuft. 70 Sekunden. Ah, fuck. Da oben ist noch einer dann. Scan, scan, scan. Noch einer übrig. Noch 50 Sekunden. Also sollten wir eigentlich packen. Komm, nochmal einen Boost hier. Und scan. Geschafft. Inventarkontrollstationen synchronisiert. Das war beeindruckend. Ja, ich bin gut, Olivia. War gar nicht so schwierig. Immerhin wurde ich speziell dafür entwickelt, diese Arten von anspruchsvollen Situationen zu bewältigen. Außerdem bist du unglaublich bescheiden. Danke. Okay, nehmen wir uns mal die nächste Mission vor. So. Oh. Erschöpfte Abbaustätte. Warum kann ich das jetzt wieder nicht aktivieren hier?
Okay, das hatten wir schon mal. Weiß nicht warum. Aber ist egal, wir wissen ja wohin. Wähle dein Ziel. Erschöpfte Abbaustätte. Ziel: Erschöpfte Abbaustätte. Energie. Bereite Zündung der Schubdüsen vor. Bitte warten. Ich warte. Bin auf dem Weg zur erschöpften Abbaustätte. Gut. Wenn du da bist, richte den Sensoraufbau auf die Anomalie aus. Oh Gott, ich gehe raus und mache einen Transponder. Sie ist relativ nah. Ich dachte, wir waren uns einig, dass du an Bord der Station bleibst. Tut mir leid, Jack. Ich brauche eine direkte Verbindung zu den Drehbanksystemen, um die Stromzufuhr abzuzweigen. Liv, die Plasma-Drehbänke hatten schon einmal eine Fehlfunktion. Das ist äußerst gefährlich. Entspann dich. Ich habe die Notfallprogramme doppelt überprüft und die Hauptrelais abgeschaltet. Ich befolge das Protokoll Wort für Wort. Größtenteils. Sehr beruhigend. Ich bin bei der erschöpften Abbaustätte. Bist du in Position? Bin gerade eingetroffen. Nur zu, bring ihn online. Ich kümmere mich von hier aus um die Stromversorgung. Bestätigt. Aktiviere den Generator der Abbaustätte. Gut. Achte nur darauf, dass du alle anderen Aufgaben erledigt hast, bevor du loslegst. Dieser Scan könnte eine Weile dauern und ich brauche dich hier. Okay. Eine Pistole. Ein Stempel, oder was? Cool. Okay, ich vermute mal, dass wir da hin müssen, oder? Bohrer, Stromanschluss. Das wird die Sensoreinheit sein, vermute ich mal. Sensorsteuerung, aber ist komplett tot alles hier. Wo haben wir denn hier irgendwo ein Batteriefach oder... Wie sieht es mit der Strahlung aus? Ne, ist alles okay. Ich muss den Generator mal starten, um weitermachen zu können. Ist ja blöd, dass es manchmal nicht geht, dass man sich die... Ziele nicht anzeigen lassen kann. Wo ist der Generator? Da oben? Ha! Haben wir noch. Der Generator der Anlage ist noch funktionsfähig. Ich bringe ihn wieder zum Laufen. Gut. Dadurch sollte der Sensor in Betrieb gehen. Okay. Muss man jetzt nicht hier an irgendeinem Panel ran? Ach, da ist es doch. Generator der Abbaustätte in Betrieb. Kerngruben werden verarbeitet. Alle Systeme funktionsfähig. Der Generator kann nur wenige Systeme gleichzeitig mit Strom versorgen. Ich muss dafür sorgen, dass der Stromverteiler in Richtung des Sensoraufbaus zeigt. Stromverteiler war eben... Da sehen wir doch schon was. Hier war ja Stromanschluss, ja. Jetzt müssen wir schauen, von da kommt die Energie. Warte mal, wir müssen wahrscheinlich erstmal scannen, ne? Sonst geht da gar nichts. Ich weiß nicht, welche die richtige wäre. Strom umgeleitet. Okay. Wie sind die Energiewerte? Soweit, so gut. Begib dich zum Sensor und nimm ihn in Betrieb. Ja, wird gemacht. Aktivieren. Sensor wird eingeschaltet. Bestätigt. Dreh die Schüssel in Richtung der Anomalie. Andernfalls bekommen wir keine klaren Werte. Ah, jetzt kann ich hier gucken, wann der höchsten Ausschlag hat oder was? Signalstärke, genau. Ah, okay. Na ja, gut, ist klar. Jack, ja, es funktioniert. Hat er komplett das Signal falsch wird gestanden. Stärker. Mach weiter. Ich mach weiter. Der Aufbau ist jetzt auf das Zentrum der Anomalie gerichtet. Perfekt. Gib mir eine Minute, um die Daten zu verarbeiten. Wow. Jack, was ist los? Ich habe meine Verbindung zum Sensor verloren. Wir sind gleich am Arsch. Ein Energiestoß der Anomalie hat wohl die Sicherung durchbrennen lassen. Scheiße.
Die Sensoren werden vor dem Einsatz versiegelt. Okay, du musst dich da durchschneiden, um an den Sicherungskasten zu kommen. Okay, ich dachte, ich müsste hier irgendwo was wechseln. Ist doch einfach. Das verstößt bestimmt gegen das Protokoll. Tja, ich finde es einfacher, Dinge zu erledigen, wenn man die Einsatzvorschriften als Richtlinien und nicht als Regeln ansieht. Ja, die Echo Einheit Jack hat noch viel zu lernen. Der Faden ist durchgebrannt. Wir brauchen eine neue. Da müsste es eine Menge Sicherung geben. Such nach einem Ersatz. Ist das ein Sicherungskasten hier? Das ist irgendwas anderes. Kann man das missbrauchen? Nein, natürlich nicht. Oh. Da bin ich zu weit gerutscht. So. Da sind keine Sicherungen. Sicherungen. Da ist doch was. So, haben wir gleich, oder? Stromfluss stabilisiert. Okay. Gut, nehmen wir den Sensor wieder in Betrieb, um den Scan abzuschließen. Der Sensor ist wieder in Betrieb. Verbindung hergestellt. Jetzt müssen wir den Aufbau nur noch neu ausrichten. Signal synchronisiert. So, jetzt haben wir das, oder? Scanne inneren Horizont. Aufbau neu ausgerichtet. Bestätige bitte. Liv, hörst du mich? Ich glaube, es hat funktioniert, Jack. Ich habe etwas auf dem Oszilloskop empfangen. Ich stelle das Audiosignal durch. Hörst du das? Ja. Was zur Hölle ist das? Liv. Oh Gott. Olivia. Jack, ich brauche dich hier. Besorg dir einen Fury-Transporter und komm sofort her. Hört sich dringend an. Aber wir machen hier jetzt einen Cut, Leute. Der Spannungspegel muss aufrechtgehalten werden. Ich hoffe, euch hat die Folge hier gefallen. Wenn ja, würde ich mich über ein Like freuen. Falls ihr noch kein Abo dagelassen habt, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mal schauen, was Olivia jetzt hier für Probleme hat. Und ja, bis dann. Ciao.